Das ist übrigens auch was, kleiner Callout an der Stelle. Ja. Marley ist früher gegangen, weil er auf eine Homeparty geht, die um 8 losgeht. Um 8? Ja. Das ist schon... Bro. Also, ich weiß noch, wir haben einmal, das ist schon ein bisschen her, das ist schon, Digga, ist schon... Dicker, Lele hat aber Komori besiegt, das ist insane. Ja, das ist schon, to das be schon honest. Crazy. Nee, aber ich, was ich gerade erzählen wollte, das ist auch schon jetzt, glaube ich, über 10 Jahre her oder so. Da war ich 18 oder 19, glaube ich. Habe ich noch bei meiner Mutter gewohnt. Die war im Urlaub. Ich hatte sturmfrei. Wir haben eine Party gemacht, Digga. Wir haben ich glaube, die ging um 7 los oder so. Ja. Und wir waren einfach um 9 schon komplett besoffen. Und dann kam Marley und hat gesagt, ich habe gerade noch Turnier gespielt. Ja. Wieso seid ihr alle schon so stocksteif? Ist so. Aber da dachte ich auch nur so, Digga, irgendwie fühlt sich das komisch an. So früh, so betrunken. I don't know. Laber nicht, erkennst du jetzt, warum Lele diesen M'Lady-Hut trägt? Er trägt den Hut von seinem Pikachu. Ist so. So ist es. So, und ja, Marley findet sich, Marley sage ich schon, Magic findet sich im Loser-Bracket-Gauntlet wieder, wo die ganzen Low-Tiers gegeneinander spielen. Wir haben Lele, wir hatten Dario, der auch Pikachu gespielt hat, wir hatten Koro, der Game & Watch gespielt hat, wir haben Ophis mit seinem Tried-and-True Young Link. Ja. Wir hatten Komori mit Peach. Alle Low-Tiers sind vereint in diesem... Peach. Marley mit den Ice Climbers, also ja. Ja. Sehr gut. Einmal die Bombe geklaut. Ja, die beiden haben Spaß mit der Bombe. Vielleicht sollen sie nicht handwarmen, wenn sie gar nichts machen. Ja, mein so. Call. Aber er versucht jetzt... versucht er die Bombe fahren zu lassen? Ja, genau. Ah. Das habe ich auch tatsächlich heute das erste Mal gesehen. Mit Young Link ist das schwieriger als mit Link. Mit Link ist es voll leicht. Ah, okay. Mit Link musst du sie einfach auf der Plattform droppen und dann musst du sie so... Es gibt so einen Engel, wo sie droppen muss, dann fährt die lag einfach voll weg. Ja, okay. Speed of Sound. Vorhin bei Warm-Up hatte Ophis das auch schon gemacht in Teams. Weiß ich, da Komori und ich haben das beide zum ersten Mal gesehen. Das war schon sehr witzig. Es ist funny, dass Komori irgendwas zum ersten Mal sieht, weil er ist eigentlich so einer, der so alle weirden Aspekte kennt. So. Weiß ich nicht, aber es ist halt auch Melee so, weißt du, es gibt immer wieder irgendwas Neues, was du lernen ja, kannst. Voll. So. Okay, Ophis gegen Lele. Wir haben hier, die haben im Winners schon gespielt, glaube ich. Ich glaube, es war auch 3-2, warte. Ja, nee, 3-1 hat Ophis gewonnen im Winners gegen Lele. Ah, okay. Ophis hat erst Dario und dann Lele besiegt. Er ist der Pikachu-Slayer, ja. Sage ich mal an der Stelle so. Auf jeden. Jetzt holt sich Lele seinen Runback. Lele hat im Losers, nachdem er gegen Ophis verloren hat, nämlich einen ganz schönen Run hingelegt. Er hat erst Schwanzus 3-1 besiegt. Ja, das ist schon ein sicker Fall. Dann Koro, den First Seed 3-2. Ja. Und dann Komori 3-2. Das ist schon crazy. Und jetzt findet er sich in seinem Runback gegen Ophis wieder. Gosh darn it, sag ich da mal. Auf jeden. Oh, Niki. Niki ist im Turnier, im Publikum. Niki ist im Arcadian. Ja, mein Arcadian. Leider unranked, naja. Stimmt, Dusan kam mit Schnurrbart und falscher Nase vorbei. Nee, Spaß. Dusan hat gesagt, er will das machen, aber wir haben gesagt, auf gar keinen Fall. Ja. Das wäre sehr unfair, Lele, Ophis, Komori, Marley, Dario, Koro, Magic und Jeepers gegenüber. Ja, definitiv. Und auch Sam und Gorf, an der Stelle. Ja, auch, ja. Aber ja, wir hatten fürs Arcadian, hatten wir, glaube ich, 32 Teilnehmer. Und das hier ist Cream of the Crop. Das sind die Top 4. Ja. Schön. Und auch Pikachu Young Link. Natürlich ja. Ein Matchup, das wir jeden Tag zu sehen bekommen. True! Das sind übrigens die Seeds 11 und 13. Ja, let's go. In Loser Semis. Ja. Oh shit! Und Lele mit der Up Smash irgendwo ganz zwischen. Er explodiert gerade von der Bombe und Young Link probiert zu entkommen. Ja, trifft ja. So eine Up Smash auf Strong. Ja, man, Ophis, der Jedo O2er, einfach in Top 4 vom Arcadian. Ja. So stackt es Jedo. Komm vorbei. Ist so. Ich schwöre, komm vorbei. Jeden Donnerstag. Jeden Donnerstag. Das Ding ist, ihr könnt sagen, ich habe donnerstags nicht immer Zeit. Es ist jeden Donnerstag. Ihr habt keine Ausreden. Es ist jeden Donnerstag. Ja. Also, die Sache ist halt, aus Bremen ist halt leider schon immer... Nee, was genau ist die Ausrede? Das ist dass der Weg von Bremen nach Berlin halt einfach lange dauert. Komm doch mal übers Wochenende her und fangen am Donnerstag an. Ja, das würde tatsächlich gehen. Wer diese Woche zum Beispiel möglich gewesen, ich sag nur. Ja, das Koro hat wahr gemacht, halt die Sache ist, ich hätte eigentlich sowieso schon keine Urlaubstage. Ich habe mir den Freitag schon freigenommen. Nice.
Aber halt auch nur mit Zähneknirschen. Mit Zeitstunden halt. Ah, okay. Und ich bin jetzt auch schon wieder minus 10 Stunden habe ich jetzt. Ah, okay. Aber tatsächlich bei uns nicht so schlimm. Also bei uns in der Firma ist das wirklich nicht so schlimm. Oh shit! Es direkt vom Olymp! Es gibt Leute mit minus 100, also. Firma. Ja. Das sind wahrscheinlich die ganzen Bahnfahrer, die immer zu spät kommen. Alter. Ich habe keine Ahnung, Alter. Oh, let's go, Alter! Sehen wir wieder einen Forstock, Digga? Digga, das wäre insane! Lele auf 198 and counting. Oh, shit. Kriegt Ovis jetzt irgendwann seinen Straight, um den Stock zu ziehen? Ja, es ist der F-Tilt, der es warm macht. Reverse F-Tilt einfach. Und Lele nimmt sich die Bombe mit, genau wie es im Handwarmer angekündigt war. Definitiv. Sieht auch ziemlich cute aus, wenn Pikachu so Items hält, oder? Voll. Er nimmt halt beide von seinen sehr kleinen, stummeligen Ärmchen. Ja. Komm! So ein bisschen T-Rex-mäßig. Ja. Oh, shit! Aber Ofis recovered hier. Das Ding ist, es waren 3-1 im Winners, ne? Es war also relativ gut für Ofis und Lele scheint das, hier... Aber das muss ja auch nichts heißen, es ist Game 1. Ja. Wie wir bei Dings ja eben auch schon Magic Deep Pipes gelernt haben, heißt das nicht unbedingt. Das muss halt wirklich nichts heißen, nur wenn du das erste Game halt rasierst, dass du auch das Set holst. So. Ja, und was für eine Rasur das war, Dicke. Ja, das war. Also Deep Pipes hat da auf jeden Fall nochmal wieder aufgedreht eben. True. Hof ist mit allen Bomben gewaschen. Definitiv. Und dann fragen wir uns doch, guck mal, ich meine, Ofis hat hier, ist ein ganz schöner Mountain Climb, aber ich habe manchmal das Gefühl, holy fuck, oh mein Gott, go, Alter. Ausrufezeichen, Clip in den Chat, was ist denn hier los, Dicker? Jetzt, Ofis hier einfach, er hat Bock, ich schwöre, er will doch das erste Game gewinnen. So. Ein präsidiales Oval Ofis in den Chat. Yo, danke Max, mein Mitbewohner Max guckt zu, let's go. Nice. Max, wo warst du heute? Warum kamst du nicht noch vorbei? Max wollte eigentlich vorbeikommen, ein bisschen Melee-Grind. Ah, okay. Aber er hatte heute ein Fußballspiel. Er trainiert nämlich D-Jugend, glaube ich. Ah, okay, fair enough. Er musste dir heute mal einen Platz scheuchen. Ja, das ist halt auch eine legitime Ausrede, würde ich sagen. Voll. Andererseits machen wir genau das Gleiche hier. Wir scheuchen unsere D-Jugend über den Platz. Ja, true. Also, du warst Teil der D-Jugend, okay? Ja, genau. Aber ich verstehe halt schon, was du meinst. Du bist so ein Spielercoach. Ja. Oh, die S-Mash trifft mich. Oh mein Gott, Ofis ist mit den Shenanigans. Oh mein Gott, wie hat der S-Mash gerade nicht getroffen? Insane. Ich will übrigens... Oh mein Gott! Und den Schild von hinten erwischt. Ja, Youngling einfach zu viel Aerial Mobility. So. Oh, Max fühlt sich ein bisschen kränklich. Leider, Max. Dann gute Besserung und bis später. Aber ja, Ofis dreht nochmal richtig auf. Also, ist so, Alter. Also, oh ja, kriegt den Grab, ja. Digga, er scheint auf jeden Fall noch nicht raus zu sein. Da hätte er wieder einen Grab bekommen können. Ich weiß nicht, wie viel er aus dem Grab kriegt, aber wahrscheinlich mehr als einen Boomerang ins Nichts schmeißen und eine Bombe ziehen. Ja, true. Oh! Ah, oh. Aber ja, es scheint mir so als... Oh mein Gott! Und er wird ihn jetzt halt... Nein! Oh mein Gott! Direkt vom Olymp! Digga, wie ist keiner von beiden gerade gestorben? Es war so... Oh mein Gott! Aber das geht nicht. Es waren 2% zu wenig oder so. Oh mein Gott. Oh, Ofis wollte in die Bombe reinrollen, damit er da... Oh mein Gott, er wollte den Let's Cancel haben. Digga, shit. Oh mein Gott, what the fuck? Digga, was? Wie hat das nicht gekillt? Nein, Ofis. Digga, mein Gott, und Lele ist am Spaghetti. Digga, die Dash Attack, sehr guter Move, die Dash Attack für Young Link. Ofis, Digga, wir leben beide noch. Ich schwöre, es ist so bescheuert. Oh mein Gott, Ofis findet sich selber schon wieder nicht gekillt. Er trifft die F-Smash, endlich. Das erste Game geht an Lele. Was für ein Comeback fast von Ofis, aber Alter. Holy fuck. Ein und Lele, the boy who lived. Ja. Ein richtiger Nägelbeißer. Kevin sagt, geht's in Arsch? Jetzt geht's endlich in Arsch? Ich hab Schnauzen voll. Ja, zieh fix, Kevin. Damn, Alter. Was für ein erstes Game, um dieses Set zu starten. Definitiv. Holy shit. Das war... Also aber am Anfang sah es sehr Lele-favored aus, true. Aber Ofis kam auf jeden Fall nochmal wieder back. Wie er ihn teilweise halt, weil Pikachu ist eine seiner großen Schwächen, dass er einen sehr kleinen Schild hat. Ja. Wie er das gut ausgenutzt hat, indem er halt einfach auf die Hinterseite von seinem Schild gespaced hat mit seiner Down-Air. Auf jeden, das war richtig. Mehrmals auch, ne? Es war kein Zufall. Er weiß genau, was er da macht. Und Lele ist halt nicht ready. Er ist dann so, ich habe so viel Angst zu sterben, ich shielde jetzt noch mehr. Ja. Ofis ist das perfekt ausgenutzt. Mal sehen, ob Lele dazugelernt hat oder ob Ofis sich das noch mehr zunutze machen kann, weil es
Momentum vom letzten Game sieht mehr so danach aus, als könnte... Oh, wow. Da ist die Kette ein bisschen zu kurz. Wie kann das beides einander outspacen? Ja. Das ist so komisch. Auf jeden Fall. Oh shit, und Lele mit ein bisschen zu viel Momentum von der Down Smash gehabt, konnte er nicht mehr recovern. Ja. Die Bomben fliegen auf jeden Fall wieder. Donner? Oh, ja. Direkt vom Olymp. Die Berliner Mauer. Das mit zum Edgeguard. Weißt du, wenn du die, so, die Donner so machst, dass er an der Ledge vorbei ist? Ah, ja. Das ist die Berliner Mauer. Okay, okay. Wenn man nicht mehr an die Ledge kommt, ja. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier tatsächlich gerade das Losers Semifinal ist. Ja, Pikachu gegen Yang Ling. Es ist schon ein bisschen crazy. Stell dir vor, Koro wäre doch drin, Alter. Dann wäre auch noch ein dabei, Alter. Und das müsste... Oh, ich wollte gerade sagen, das müsste... Oh mein Gott, und Ovis erwischt ihn mit der Down-Air wieder. Wie findet Ovis diese Down-Airs die ganze Zeit? Ja, es ist schon crazy. So richtig gut gespaced einfach. Die Sache ist, Yang Ling hat halt eben schon auch eine ziemlich gute Air-Mobility, so. Voll. Und das hat halt das so ein bisschen Jigglypuff-Vibes, so. Ja, ja, das zeigt sich dann halt auch, ne? Ja, wenn er dann eben so diese Attacken trifft, wo du denkst, so, keineswegs ist er da in der Nähe. Ja. Oder wollte er den Bogen aufladen, aber Lele mit einem lässigen Shorthop. Ja. Mir egal. Ja, das müsste ein Donner sein, aber ja, direkt zurück Ovis zum ready. Ja, schöne Nähe. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Ovis nicht ganz ready ist, auf das zu reagieren, was seine Bomben ihm sozusagen für Openings geben. Worin Armada so gut war, wenn er gegen Xbox gespielt hat. So, er weiß, er trifft die Bombe, dann weiß er genau, wo Jigglypuff hin. Genau, welche drei die Eye-Option ungefähr Jigglypuff hat und auf welche er dann reagieren muss. So, das kriegt Ovis noch nicht so gut hin mit Yang Ling. Mag vielleicht auch daran liegen, dass es gegen Pikachu ist, das weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, Puff fliegt eigentlich noch besser weg als Pikachu, oder? Ja. Ja. Hätte ich jetzt gesagt. Ich glaube, Pikachu bleibt näher dran, sodass du halt eigentlich die Optionen besser covern können müsstest. Ja, so meine... wahrscheinlich schon, ja. Oh, der Down Air wird der Tail Spike aus der Hölle. Wow. Das war sick, Alter. Dang, Lele. Und Ovis hat gerade seinen Ledge Cancel gemisst. True. Das erste Mal in diesem Set? Ja. Oh, schöner Mash von Ovis. Das erste Mal uns Spielmeister Ledge Cancel versucht hat. Das finde ich auch so krass, dass die der von Yang Ling einfach auto-cancelt, wenn du einen Hit machst. Ja. Und warum sie spiked, wenn du ganz Mir triffst. Ja, Digga, das ist auch wirklich richtig komisch. Weil ich spike sie Midiot, ne? Ja, das ist so ein bisschen Luigi Dare-mäßig. Ja. Oh shit, und Ovis schenkt ihm another lease at life. Ja. Das war nice. Kevin hat gerade sich im Chat beschwert, dass Ovis keine Abwehr, sondern Nairs macht nach den Bomben. Ja. Vielleicht kein schlechter Call, weil gerade konnte ich Nair halt killen, aber bei irgendwie 140 oder so. Ja. Mit einer Abwehr killst du Pikachu natürlich viel schneller. Ja, auf jeden Fall. Backthrow. Ja, lässt Lele wieder zurück in den Ledge, aber der hat einen Bumerang gesetup. Ja, okay. Oh, Heide in der Crowd ist für Lele. Ja. Heide liebt unsere Italiener einfach. Lele übrigens der kleine Bruder von Nick Strat, der morgen in den Playoffs von Jedo spielt. Oh, damn, nice. Und Lele spielt morgen auch in den Playoffs. Der hat sich nämlich über die Ladder qualifiziert. Oh, shit. Wir haben die Ladder ein bisschen komisch. Also, wir haben die Ladder unterschätzt. Die Funktion der Ladder falsch eingeschätzt. Okay. Weil Lele hat, glaube ich, 3 oder 4 Sets in der Ladder und hat sich qualifiziert für die Playoffs damit. Okay, das klingt schon ein bisschen weird. Ja. Da sollte man vielleicht einfach so ein Digga, Walljump? Ah, er war zu weit weg von dem Walljump. Ja, schade, nee. Schade für Ovis. Das ist sad, Alter. Bisschen sehr ärgerlich, dass er sich da so SD'd. Er hätte es vielleicht sogar noch zurückschaffen können, aber dann, also er war, glaube ich, der Bumerang, den er geschmissen hat, der hat ihm zu sehr nach hinten Momentum gegeben, dass er nach vorne rangekommen wäre. Ja, das war ärgerlich. Aber gut, Lele liegt jetzt 2-0 vorne, nachdem er 3-1 verloren hat im Winners. Das heißt, es ist so, Ovis, also dadurch, dass er 3-1 gewonnen hat, denke ich mir, er kann es halt immer noch machen. Und die Games sahen auch wirklich even aus. Mhm, definitiv. Wenn er jetzt einen kühlen Kopf bewahrt, kann er das 3-2-Comeback machen. Aber es ist natürlich immer ein Mountain to climb, um 3-2-Comeback zu machen. Ja, auf jeden. Aber was counterpickt Pikachu dann? Stadium oder Yoshis? Yoshis wahrscheinlich, ne? Digga, da fragst du mich echt so viel. Fair. Aber ist auch wirklich ein weirdes Matchup. Aber ich hätte jetzt gesagt Yoshis. Oh, das ist der Stop 69 und Lele so, nicht nice. Ist so. Wird zurückgegimpt? Nein. Nee, doch nicht. Oder doch? Ja.
Nee, er kriegt den zweiten Tennisback leider nicht. Ja, wie viel extra Damage kann Ovis hier bekommen? Er hat erst 39, aber es sieht so scary aus die ganze Zeit. Ja. 69 jetzt bei Ovis. Oh, er hat sich selber die 69 genommen. Macht sich die Bombe rein. Die Bombe rein. Direkt vom Olymp. Oh, die zweite Ashmash. Selten trifft sie unter versierten Spielern. Ja. Da haben wir übrigens gerade Bombe zu Down-Air gesehen. Also nicht ganz, was Kevin sich gewünscht hat, nämlich Bombe zu Up-Air. Aber war eigentlich ein ganz guter Call, Bombe zu Down-Air. Ja. Weil er war danach wieder actionable auf dem Boden, was ja ganz gut ist. Definitiv. Oh. Ja, Back-Air. Und er geht nicht an die Kante. Hier. Ist eigentlich ein bisschen weird, dass Ovis nie für die Kante geht, weil wenn er Lele in so einem Engel die Kante klaut, dann muss Lele nach oben direkt recovern. Ja. Und das kann man eigentlich ganz gut covern dann von der Kante noch, weil er ist ja direkt über dir. Ja, ja, ja. Dann kannst du zumindest von der Kante eine Up-Air machen und ihn treffen und vielleicht kannst du auch eine Down-Air machen, je nachdem, wie er fällt. So. Ja, ja. Und das die Pizza! Oh, aber ist noch nicht genug. Er stirbt einfach nicht. Oh! Er wartet, aber Lele ist einfach ready. Nice, Lele. Und Ovis ist nicht ready für den Pack. Kevin sagt, der ist normalerweise schwer. Ja. Kevin, der Pikachu-Experte. Sehr gut. Ah, da werden die Ash-Cancels ausgepackt, aber bringt nicht so viel, wenn der Gegner genau so weit wegsteht, dass du da gar nicht hinkommst mit deinem Aerial Drift. So ist das. Ja, der Ash-Cancel verkackt. Das sieht im Slippy-Fall natürlich fies aus. Ja. Das willst du ja nicht sehen, dass nee, das die L-Cancel-Rate unter 80% ist. Naja. Ich finde es gut, dass Ovis, also Ovis spielt ja relativ grounded. Er schmeißt die Bombe, um den Ground zu covern sozusagen. Oh shit. Oh shit, und haut ihn weg. Er kommt auch vor allen Dingen selber wieder. Ja. Ovis schmeißt immer die Bomben auf den Boden, um den Ground zu covern, damit Lele in die Luft zwingt. Aber er macht nicht so viel, wenn Lele in der Luft ist. Ja. Da schon wieder? Okay, ja gut, das war ein schlechtes Beispiel. Oh, damn, die Bombe gepowershieldet into Upsmash into Donner direkt vom Olymp. Direkt. Lele. Young Link auch einfach aus dem Leben geballert. True. Ja, Upsmash. Upsmash, ja. Oh, geht für die Down-Air da. Pikachu ist deceptively schnell oben gewesen gerade. Ja. Das ist ja normalerweise nicht so sein Ding. Er hatte nicht so die schnelle Jump-Speed. True. Ein langer Tag gewesen, ne? Ja, schon so ein bisschen. Wir wollen nachher vielleicht noch Mafia spielen. Oh, damn, Alter. Das OG Among Us. Oh! Aber Lele müsste hier zurückkommen. Nein! Ovis lässt ihn zurückkommen! Er lässt ihn zurück. Das ist. Oh, aber das! Er kriegt einfach trotzdem. Young Link's Down Smash. Ich warte die ganze Zeit darauf. Ich glaube, er hat das einmal damit gekillt. Holy fuck, aber direkt der Counterkill hier. Tournament Stock hier für Ovis, der dieses Set in Winners sehr deutlich gewonnen hat. Könnte hier 3-0 vom Platz gefegt werden. Lele geht für it all. Aber er hat auch noch aber ein bisschen. Ovis auch Zero SDI auf dem Downsmash gerade gekommen. True. Das ist natürlich mal. Man muss tatsächlich meistens einfach nur nach oben halten, um rauszufliegen. Ja. Aber manchmal sucht es dich heim. Ja, auf jeden Fall. Ja, vielleicht wolltest du gerade Crouch canceln und dann bist du so drin. Ja, auf jeden Fall. Wenn du halt nach unten drückst, ist halt auch ein bisschen. Upsmash, Donner. Noch ein Donner. Die Berliner Mauer. Die Berliner Mauer. Und das ist es! Das Ovis lebt! We live! Oh mein Gott! Oh mein Gott, er lässt ihn einfach zurück. Another lease at life. Ovis immer noch in diesem Set. Das ist so even. Das ist jetzt sehr wie das erste Game. Mal sehen, ob es wieder so klatsch wird und wieder so viel spaghettied wird. Ja. Ich bin gespannt darauf, wie die Biografie dieser Spieler sich entwickelt. Lele! Mit dem 3-0. Ovis leider Gottes nicht so ready gewesen, wie er es noch im Winners war. Es war ein langer Tag für ihn, für uns alle. Definitiv. Lele muss bleiben. Und da gibt er leider zwei Games ab, indem er sich es nicht.